Alright, auf geht's. Auf zur Story-Quest. Die war doch hier irgendwo da. Finde Alfida und sprich mit ihr. Genau, das war sie, die Französin, die nicht auf den Mund gefallen ist. Und ihr Mann ordentlich die Leviten liest, beziehungsweise noch Mann, weil sie soll Wird sich Alfida an eine so alte Liebe erinnern? Würde ich es? soll nämlich. Sie soll nämlich aus. Ach nee, Alfida ist seine Geliebte. Nochmal zur Auffrischung für alle Beteiligten. Wir helfen gerade einem Ehepaar, was die Scheidung will, sich aber nicht scheiden lassen kann, weil es eine politische Ehe ist. Er möchte gerne mit seiner alten Jugendliebe Alfida anbandeln und sie möchte eigentlich nur weg von ihm. Hatte auch schon mal was mit einem jungen Wikinger, der sie eigentlich schon mal wegbringen sollte, aber ja, er hat sie nicht wirklich weggebracht, sondern nur in sein Bett. Womit jetzt beide irgendwie nicht so traurig waren. Für sie war es jetzt irgendwie. Ich glaube, für sie war es jetzt nicht so geil, weil er halt irgendwie sich nicht so charmant. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwie war da auch was. Wir haben ihn in einem, ja, Sexgruppenrollenspiel getroffen, als wir ihn kennengelernt haben. Haben ihm dabei geholfen, eine seiner Freunde zu töten, womit ich immer noch nicht ganz sicher war, ob wir da die richtige Entscheidung getroffen haben. Es war zu wirr mit dem Evidenz. Ja, aber dieser junge Wikinger soll sie halt nach Frankreich bringen, damit er dann quasi mit Alfida anbändeln kann. So, jetzt werden wir aber. Wenn wir mal nach Alfide gucken. Alfida, nicht Alfide. Ich muss sehen, was du siehst. Genau. Ah, da. Oh, verdammt, Wache. Hallo. Das letzte Haus in Meldon. Hier sollte Alfida leben. So, muss ich. Ich würde gerne durchs Fenster einsteigen. Darf ich bitte? Sehr schön. Hier ist jemand beim Kochen gestört worden. Gefangen oder geflohen? Ah, hier haben wir noch. Ein zweites Bett. Alfida lebt nicht allein. Ah, ärgerlich. Dich legen wir einfach mal hier ab. Und wir gucken weiter nach Hinweisen zu Elfide. Wasser wurde Alfida. verschüttet. Jemand hatte es eilig. Nicht auch hier irgendwann mal Hinweise gezeigt. Da ist noch was. Lasst mich, ihr Hallo. Kriegstreiber! Ihr habt meine Schwester! Reicht das nicht? Ganz ruhig, Junge. Ich gehöre nicht zu denen. Ich möchte mit deiner Schwester sprechen, mehr nicht. Eine Dänin in Eastsexe? Das ist mal ein Tag voll seltsamer Zeichen und Geschehnisse. Ja, wie ist dein Name? Warum nahmen Sie deine Schwester mit? Warum nahmen Sie deine Schwester mit? Elfreds Männer haben ein Kind aus dem Dorf verprügelt, weil es Brot gestohlen hat. Meine Schwester konnte nicht tatenlos zusehen. Weißt du, wo Alfida festgehalten wird? Mal wieder dort, wo es dem König beliebt, im Gefangenenlager bei Brandwode, weit im Westen. Ich bringe sie zum Seehaus nördlich davon. Triff uns dort, wenn du willst.
Wenn du versprichst, sie zu finden, komme ich. Alright. Oh. Da ist jemand gerade über den Boden geglitten. So, wo muss ich hin? Ich muss ganz schön weit weg. Und hier nirgendwo ein Vogel in der Nähe. Hier ist noch so ein Schrein. Oh, okay. Die machen wir aber nicht. Keine Sorge, keine Sorge. Es ist halt einfach nur ein weiteres Collectible. Als gäbe es davon nicht schon genug in diesem Spiel. Das macht es halt Sache wieder extrem unattraktiv, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, warum sie meinen, ey, die Karte ist ganz schön leer, da müssen wir mehr reinpacken. Aber wenigstens sind das Sachen, die eine Belohnung bringen. Irgendwie. Egal. Das ist aber böse, nicht? Nee. Ach, hier war ich doch schon ein paar Mal. Hier bin ich gegen Heike oft gestorben. Können wir ja meinen treuer Wolf aus Metall. Wie viel Dings habe ich eigentlich gerade? Fällt mir ein. Wie viele Opale habe ich? Weil ich glaube, das, was ich eben hatte, waren keine Opale. Fester. Nee. Kampfkraft. Meisterliche Kraft. Okay, cool. Ich will aber Opale. 16. Weil irgendwo hatte ich gelesen, dass es nochmal 50 Gratis-Opale gibt. Aber ich konnte Ubisoft Connect nicht benutzen. Beim ist das ein Spottschreit? Ist das ein Spottschreit oder ein Fluch? Legende. Ist die weiße... Nee, kein Spottschreit. Was ist es dann? Ist es ein römisches Artefakt? Römisches Artefakt, ja, okay. Ist mir aber trotzdem scheißegal jetzt gerade. Wie gesagt, es gibt mir jetzt genug Zeit. Hör, mein Wölfchen. Das glaube ich mal lieber alleine. Oh, es nervt mich mit dem. Irgendwas stimmt in der Verbindung zu meinen Kopfhörern nicht. Habe ich das Gefühl. Zumindest über OBS. Ich benutze normalerweise keine Kopfhörer, deswegen kann ich nicht sagen, ob das ein generelles Problem ist. Sieh mal nach, okay. Sühnen. Oder ob das wirklich nur eine Sache für die Kopfhörer ist. Oder nur eine Sache mit OBS ist. Okay, jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Bleib zurück. So, gar nichts gemacht. Du brauchst mir nicht drohen. Die Leiter. Fein, dann hau doch halt ab. Ich brauch dich nicht. Wo war der Schlüssel? Dort war der Schlüssel. Weil irgendwas sagt mir, ich brauche den Schlüssel. Irgendwas sagt mir, ich brauche den Schlüssel.
Na, erstmal töten wir den Arm. Den Bogenschützen am Turm. Hm. Ey, willst du verscheißern? Was war das denn jetzt, Eivor? Schnell hoch. Ach, Eivor. Was machst du denn? Ja, der Ton ist definitiv nur den Kopfhörern verzögert. Der Tonausschlag, den ich sehen kann, der ist zeitlich richtig. Ach ja, ich wollte ja da. So. So, Eivor. Willst du hochklettern? Du willst hochklettern. Sehr schön. Ach Gott, Eivor. Mach's doch nicht so kompliziert. Sind wir sogar drin? Nee. Da-da-da-da. Wäre hier schön doof. So, also. Ab aufs Dach. Sag mir, ich will dort in die Mitte. Willst du dich verscheißern? Das geht doch mal in die Richtung, die ich dir sage. Cool. Ja, geht doch. Das muss Birstans geliebte Alfida sein. Ihren Mut haben sie jedenfalls nicht gebrochen. Steckst du dich im Gestrüpp? Ja, ich arbeite dran. Ja, das lief nicht gut. Hat er gerade mit dem Krug geworfen? Ganz gescheit. Ich arbeite dran. Na komm. Versteckst du dich im Busch? Ja. Ich muss einen Schlüssel finden. Ich hab da einen Schlüssel. Oh, Scheiße. Cool. Es gibt drei Schlüsseldienste. Einen Schlüssel habe ich gefunden. Warum brauche ich denn jetzt drei? Zwei. Der dritte Schlüssel.
Hallo? Spannend. Keine Ahnung, was das gerade sollte. Ich weiß nicht. Eigentlich hat er seinen Schlüssel gekriegt. Ach, das ist nicht euer scheiß Ernst. Er hatte den Schlüssel nicht mal. Das sind Tiere, das sind Tiere. Okay. Ach, Schweine sind's, okay. Du bist ein Wolf, okay. Ich merke mir diese Information jetzt erstmal. Ja, entweder kommst du hergeschissen oder du drehst dich wieder um. Das ist brav. Wir haben voll, wie ist das denn? Okay. Oh, ich kann nicht auf Schaden. Egal. So, mal gucken. Ist das der richtige Schlüssel? Natürlich nicht. Ich glaube, ich gönne mir jetzt mal ein bisschen Spaß. Ich wünschte, sie hätten noch ein paar andere Sätze. Ah, da kommt er. Hilf mir. Sei meine Augen. Okay, irgendwie müsste ich da auch. Uch, was ist das denn für eine trübe Brühe da? Ich glaube, ich will hier aufs Dach. Von dort oben. Ja, halte mal die Backen jetzt, Fieder. Ist ja eh nichts Gescheites zu sagen. Na komm. Komm, Eivor. Hey, aber. Leute! Dieser Schlüssel sollte Alfidas Käfig öffnen. Nee, ich will wieder hoch. Ich will wieder hoch, ich will wieder hoch, ich will wieder hoch. Zack, zack, zack. Und von hier aus wieder aufs Dach. Wofür sind die anderen zwei Schlüssel?
Oder war es einfach wieder so geskriptet, dass egal welchen Schlüssel ich zuerst eingesammelt hätte, ich hätte auch die anderen zwei aufgabeln müssen. Und es wäre immer der letzte der drei gewesen. Wäre nicht das erste Mal gewesen. So, dann holen wir jetzt mal Alfreda hier raus. Ja. Mitkommen. Was geht hier vor? Du gehörst nicht zu mir. Ganz ruhig. Ich bin hier, um dich zu befreien. Ich kann nicht gehen. Warum auch immer ich sie dafür trage. Mein Knöchel. Sie waren nicht gerade sanft zu mir. Dann werde ich dich tragen. Verzeihung. Wer bist du, dass du so viel riskierst, um mich zu retten? Eine Freundin. Lange Geschichte. Von Elorik? Geht es ihm gut? Nein. Der arme Junge. Nicht von deinem Bruder. Von jemandem, der eine Freundschaft wiederbeleben will. Ja, nennen wir es Freundschaft. Liebelei trifft es wahrscheinlich eher, aber nennen wir es Freundschaft. Ja, ich trage sie. Zu mir, meine Haus. So. Das sieht doch viel besser aus. Meine Knochen schmerzen. Bei den Heiligen! Du bist es, Schwester! Gesund und munter! Ich will nicht aufsitzen. Ich will Alfreda tragen. Alfreda, nicht. Sanfte. Da ist kein R drin. Bitte. Ruhig. Du bist bald in Sicherheit. Ruh dich nur aus. Bald wirst du wieder auf den Beinen sein. Alfreda! Hat man dir wehgetan? Es braucht schon mehr als ein paar Weichlinge, um meinen Willen zu brechen. Einen Knaben halb totzuschlagen, weil er ein Brot stibitzt hat? Nicht mit mir. Knurrende Mägen bedeuten diesen Mietklingen nichts. Elorik, sieh dir die Welt an. Sie ist grausam und finster für alle, die nicht für sich selbst einstehen können. Alfreda, können wir unter vier Augen sprechen? Er ist ein guter Junge. Doch ohne einen Vater, der ihn aufzog, ist er leider etwas verweichlicht. Ja, und was ist deine Begründung? Er muss erwachsen werden. Ich musste sagen, wer mich geschickt hat. Ah, nee, wir bleiben erstmal persönlich. Du hast ihn allein aufgezogen? Wo waren eure Eltern? Sie starben durch die Seuche, als er 3 Monate alt war. Und Freier machen einen großen Bogen um dich, wenn du ein Kind an der Zitze hast. Doch nun zu dir. Warum hast du nach mir gesucht? Ich bin auf Geheiß des Aldermanns Birstan hier. Er fragt sich, ob du ihn noch mal lieben könntest. Ihn lieben? Der gute Birstan. Er erinnert sich noch. Oh ja. Ich habe selbst manches Mal an ihn gedacht. Doch mit meinem Bruder am Rockzipfel hatte ich keine Zeit, ihm nachzutrauern. Er hat immer nur an dich gedacht. Und da seine Frau nun ins Frankenreich zurückkehrt, hat er mich zu dir geschickt. Wie sollte das gehen zwischen ihm und mir? Ich bin eine arme Frau, das war ich schon immer. Aber der Aldermann, oh Gott, steh mir bei. Ich wage es. Wie könnte ich auch nicht? Herrgott. Er kommt, wenn du ihn rufst. Wenn das Feuer entzündet wird, reitet er her, um dich zu treffen. Elorik, komm her und setz dich zu uns. Ich muss dir etwas sagen. Meine Apfelblüte. Bist du es wahrhaftig? Ich bin's. Auch wenn sich jetzt die Krähenfüße um meine Augen scharen.
Sie leuchten noch immer wie damals, als wir Kinder waren. Hat Eivor dir alles erzählt? Ja, das hat sie. Und wirst du mich nehmen, Liebste? Mein Herz mag vor Aufregung zerspringen. Nun, da ihr wieder vereint seid, was werdet ihr tun? Sind wir wieder vereint? Ich muss es von deinen Lippen hören, Alfida. Es ist viele Sommer her und ich bin unvorteilhaft gealtert. Ich erhöre dein Werben, Birstan. Gott steh mir bei, in Meldun hält mich wahrlich nichts. Und dieser junge Bursche ist Ilorik, Alfidas Bruder. Hallo, eure Hochwohlgeborenheit. Ich bin Birstan, nicht mehr, nicht weniger. Und du bist ein feiner Jüngling von... Wie alt bist du? 19 Sommer. Er ist meine ganze Familie, Birstan. Wenn ich bleiben soll, musst du uns beide in dein Herz schließen. Damit ist eine Hälfte unseres Handels abgeschlossen, Birstan. Ich melde mich, wenn ich etwas Neues weiß. Heißt das, wir ziehen aus Meldun weg? So ist es, Bursche. Ihr kommt zu mir nach Colancaster. Vielleicht kann ich dir die Freuden der Jagd nahebringen. Ilorik, bevor ihr geht, empfehle ich dir einen langen und langsamen Spaziergang um den See. Oh. Ja, Groschen hat ein bisschen gedauert. Ich sollte sie ihr Wiedersehen feiern lassen. Der nächste Akt dieses Dramas wird die Entführung in Colancaster. Lieber Birstan, ich kann nicht glauben, dass du zu mir kommst, nach all den Jahren. Ich habe nie aufgehört, an dich zu denken, Alfida. Super, wir können gleich mal zwei Erfahrungspunkte verballern. Gott, hier ist viel Scheiß. Das interessiert mich alles nicht mehr. Erfahrungspunkte. Oh. Na, holla. Okay. Rabenbeute, das habe ich schon mal schon. Weg des Raben. Was kriege ich denn hier Cooles dazu eigentlich? Kriegslust. Wildgänger leben für die Schlacht. Du erhältst Adrenalin, solange du dich im Kampf befindest. Das klingt spannend. Attentatschaden. Ja, okay. Ist der Kram eigentlich neu? Flinke Finger. Eivor kann nun Beute in der Nähe mit einer raschen Handbewegung einsammeln. Das klingt auch gut. Berittener Schütze. Nee. Meuchelgrätsche, das ist alt. Was kriege ich hier am Ende mit? Tiefer Groll, du ignorierst Schlagunterbrechung. Okay, zoomen wir mal raus. Gehen wir zu den Bären. Was gab es hier neu? Ist das, was neu war? Nee, hier war das neu. Iduns Herz. Beschwöre die Lebenskraft von Idun. Stelle passiv kürzlich verlorene Gesundheit mit kurzer Verzögerung wieder her. Das ist spannend. Gucken wir uns kurz das mit dem Wolf an. Was ist das? Auge des Nordens. Du zuckst nicht, wenn du getroffen wirst, während du mit deinem... Ja, okay, cool. Das ist wirklich cool. Ist hier irgendwas? Pfeilsammler. Überlebensinstinkt. Halte bei unter einem Drittel Gesundheit... rechts gedrückt, um dich etwas zu heilen. Das ist interessant. Mächtiger Ruderschlag interessiert mich nicht. Aber ich glaube, das müsste ich doch hier... Hier müsste auch noch ein extra Talent irgendwie frei sein. Die Frage ist, was? Kritischer Treffer? Nee, das definitiv nicht. Fernkampf? Weg des Bären? Nee, kritischer Treffer? Nee. Hier sind die Sachen, die ich gesucht habe. Schildmeister. Eivor wechselt bei einem gegnerischen Angriff automatisch zur Abwehrhaltung. Okay, ne? Heidruns Stoß. Drücke beim Sprinten R2, um deine Gegner mit einem mächtigen Kniestoß zurückzuwerfen. Das gefällt mir.
Okay. Langschiff-Schildwall. Das interessiert mich nicht. Okay. Ich glaube, ich weiß, welche zwei Sachen ich jetzt erstmal mitnehmen will. Nämlich einmal... wo ist es? Nee, nicht Spurenbeseitigung. Was war's das? Flinke Finger. Na, was war das hier nochmal? Meuchelgrätsche, nee. Ich will einmal die flinken Finger in der Nähe mit einer raschen Handbewegung einsammeln. Weil ich glaube, das könnte hilfreich werden. Ist das eigentlich auch noch tiefer? Ach, halt, stopp! Das hier ist neu. Ne? Kriegst du das? Ach ja. Ah, egal. Egal. Vielleicht ist auch beides neu. Meine, hier ist ja ein bisschen viel, oder? Was ist dann hier eigentlich? Wolfskrieger. Kämpfe mit wachsender Wut, während sich der Tod nähert. Dein Schaden erhöht sich, je niedriger deine Gesundheit ist. Ah, das ist ein zweischneidiges Schwert. Aber das ist auch neu. So, wo ist das jetzt mit der Gesundheit? Da. Und dann gibt es zwei. Dann muss da oben auch noch was sein. Hier ist einmal das Horn. Oder ich habe scheinbar den Rest beim bisher jetzt immer ignoriert. Weil hier ist es scheinbar nur das Horn. Okay. Und dann will ich beim nächsten Mal hier das Knieding mitnehmen. Okay. Die flinken Finger sind, wenn ich es richtig verstehe, halt eine automatische Sache. Hoffe ich zumindest. Weil das wäre dann für mich deutlich einfacher. So, mal gucken. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich nehme mal an, ein Samstagstream wird es noch. Ich muss es überlegen. Mal gucken, wenn wir, was ich bei den Ordensmitgliedern noch herauspuppe. Weil das würde ich heute auch gerne noch machen, aber dafür muss ich sehen, wie lange die Story-Quest dauert. Sweet. Wo ist die Knalltüte denn? Flieg, Freundin. Da hinten ist die Knalltüte, okay. Oh, hier gibt es ja eine Tätowierung zu holen, aber nein. Ich glaube, ich habe meinen Kram. Hier auf dem richtigen Weg. Was siehst du da oben, Sühnen? Bin grob noch auf dem richtigen Weg. Finde Froff und sprich mit ihm. Cool. Sag, willst du verscheißern, Ava? Wie geht es deinen Leuten? Mal, was für ein Seid Glück. Ihr erholt und für alles bereit, was diese Nacht bringen mag? Gerhilds Verrat war ein Schlag. Kaum jemand war überrascht, dass es dazu kam. Nur, dass ihre finstere Art zu einem so brutalen Ende führte. Doch lassen wir das. Wir sind bereit. Was erwartest du von uns? Auf mein Zeichen. Wartet auf mein Zeichen. Wenn ich mich Astrid nähere, ist es soweit. Ich bin deine Axt, Eivor. Bald bricht die Nacht herein. Dann ist es Zeit zuzuschlagen. Was du nicht sagst. Früher hat man Beo geopfert, damit seine Sohn auf das fruchtbare Land fällt und das Getreide erneut wächst. Diese heidnischen Rituale sind mir egal. Jetzt gibt es nur noch einen Gott und er gibt uns alles, was wir brauchen. In diesem und im nächsten Leben. Früher hat man Beo geopfert, damit seine Saat auf das Nee, wir brauchen nicht unter.
Oh. Was ist das? Cool, jetzt ruckelt auch das Spiel. Are you joking? Hey, da ist da. Moment mal. Genug jetzt. Im Namen der Patris. Plündern und Brandschatzen. Wird uns nicht verlassen. Ja, fein, das hat ja gut funktioniert. Sächsischen Hunde. Die Herren von East Sachsen gehört uns. Odin, richtet euch. Ja. Kriecht vor euren Herren. Ich weiß vorhin wirklich nicht, woran es liegt. Du hast den Tod gewählt. Heute Nacht feiern wir wie die Könige. Oh! Das war kein ziviles Opfer! Wollt ihr mich verscheißern? Das war doch nun wirklich kein ziviles Opfer! Er hatte Schild und Lanze dabei, das war offensichtlich ein Hauptmann! So macht ihr das mit sächsischen Gottesklaven! Wir plündern! Plündern und brandschatzen! Der Herr wird uns den Sieg bringen! Ich werde entführt! Wache! Wache! Dich nehme ich mit! Oh, lass ab, du Dämon! Wache! Oh, weh mir! Lass mich runter! Odins Bart, dem Geheule kannst du kein kleines Kind täuschen. Lass mich los! Au! Oh, ich werde ohnmächtig von dem schieren Grauen. Das war so ein Schmiertheater. Reittier, zu mir, edler Wolf. Oh je, oh weh. Ja, wenn mein Wolf stehen bleibe, dann können wir auch viel schneller vorankommen. Zack. Ich weiß nicht, ob er kalt oder heiß ist. Er glüht, ist aber aus Metall. Ich weiß es nicht. Gehen wir davon aus, er ist ungefähr so warm wie ein echtes Reittier. Aber unwahrscheinlich, dass sie in der Form auf dem Es sollte sicher genug sein, bleibt. Nicht wahr? Oh, wie aufregend. Mein Herz rast. Sei froh, dass es überhaupt noch schlägt. Dein Geschrei hat uns die halbe Stadtwache von Colin Caster auf den Hals gehetzt. Ich wollte eine gute Vorstellung abliefern. Mein Vater sagte immer, ich wäre eine gute Schauspielerin. Auf jeden Fall hast du Hingabe gezeigt. Hat es dir nicht auch ein bisschen Spaß gemacht? Eine Prinzessin entführen? Doch, das war schon aufregend. Eine Frau kämpft tapfer gegen ihre Entführer. Doch was werden sie jetzt mit mir tun? Ist meine Tugend bei euch sicher? Sie ist nicht in Gefahr, wenn du das meinst. Komm schon, Eivor. Du schlägst Elfreds Raufbolde in die Flucht, aber die Neckereien einer Dame lassen dich erschaudern? Nicht wirklich. Ich meine, Eivor hat eine Dame zum Rumnecken zu Hause. Und ich habe gerade ordentlich Frames verloren. Die Verbindung ist momentan nicht so gut, meine Internetverbindung. Das ist beängstigend. Das ist merkwürdig. Oder zumindest die Verbindung zu Twitch. Es ist vollbracht. Alles, was jetzt noch zwischen mir und meiner Heimat steht, ist ein schmales Band aus Wellen und Schaum. Gut gemacht, Rolf. Sind du und deine Leute bereit, Segel zu setzen? Lokis fauchender Sohn macht die Gewässer zwischen unseren Küsten gefährlich. Wir sollten ausruhen und auf günstigeres Wetter warten. Passt gut auf euch auf. Selbst wenn Birstands Soldaten nicht nach Estrid suchen, Elfreds Soldaten werden es. Jetzt ist nicht die Zeit für solche Sorgen, Eivor. Heute wird gefeiert. Komm, trink mit mir.
Ja, fein. Birstan wird dich morgen im Nordosten von Kolenkester treffen. Du hast dir alles verdient, was er dir versprach. Und noch viel mehr. Besuch mich, wenn du möchtest. Fernab der feiernden Dänen. Na, sehr gerne. Sehr gerne, Mademoiselle. Bei Thor's. Ich sollte Birstan finden. Sicher jagt er wieder. Hätte deine Flügel aus. Eine Finte, die dem trickreichen Loki würdig wäre. Wo wir ist sie? Einfachen Sterblichen raubten ihre Idol. Wo ist sie? Sie ist offensichtlich in der Nähe. Da ist sie. Aber bevor wir... Nein, wir machen das jetzt. Was mag die Zukunft wohl bringen? Ein neues Leben oder ein altes neu entfacht? Mein altes Leben, das Frankenreich, mon Dieu. Mir ist, als hätte ich die letzten Jahre geschlafwandelt und darauf gewartet, dass mich etwas wachrüttelt. Und hast du dabei etwas geträumt? Ja, ich träumte, mein flüchtiges Glück wäre nur der Vorbote von etwas Größerem. Eine Aussicht auf größere Freude. Größere Liebe, verbring die Nacht mit mir, unter den Sternen Englerlands. Schenke mir einen letzten bittersüßen Moment, bevor ich es hinter mir lasse. Ich werde heute Nacht bei dir liegen, aber morgen beginnt dein neues Leben. Sieh nicht zurück. Schweig still und komm her. Ah. Wirkte zum Abschied ein bisschen kalt, muss ich gestehen. Okay. So, verballern wir mal die Erfahrungspunkte. Ich wollte ja jetzt diesen Kniestoß. Wo ist der Kniestoß? Da ist der Kniestoß. So, und hier, was war das nochmal? Na, erstmal nicht. Erstmal nicht. So, jetzt kümmern wir uns hier nämlich mal mit dem Rabenkram. Schließlich ist das ja meine Ausrüstung, die ich habe. So, er ist dort. Sollte das etwa schon die Story-Quest gewesen sein? Wie ungewohnt. Er ist in diese Richtung. Okay. Ach, scheiße, das ist ja immer noch... Ich hasse es. So, jetzt sind wir aber wenigstens fast da. Ah, die Musik besagt nichts Gutes. Brauche ich keine Kapuze mehr. Ich meine, ich habe mir nicht umsonst diesen Haarschmuck besorgt, dass man ihn nicht bewundern kann. Was siehst du, alte Freundin?
Nix. Ich werde nicht müde zu sagen, wie nutzlos dieser Rabe ist. So. Das könnte jetzt schon das Ende der Story-Quest sein und dann werden wir wie angekündigt. Moment, mir fällt gerade was ein. Kann ich eigentlich meinen Proviantbeutel nochmal verbessern? Könnte ich. Wäre es klug? Eisenerz? Ja, kein Problem. Ja. Köcher könnte ich, wenn ich wollte, auch. Klar, machen wir nicht. Wobei, ich habe es nie gebraucht. Nee, das machen wir auch nicht weiter. Ah, seht ihr? Jetzt scheitert es daran. Egal. Egal, hätte Fahrradkette. Soll ich zumindest ein Problem? Keine Sorge bedrückt dein Herz, nicht wahr, Parzival? Du sorgst dich nur um deine nächste Mahlzeit, wie ich dich beneide. Birstan, Estrid meinte, du wärst hier. Eivor, Grundgütiger, du hast Eros Bogen gespannt und mich mit meiner wahren Liebe vereint. Haben deine Tane noch nicht gefragt, wieso du nicht nach Estrid suchst? Sie haben gefragt, ja. Ich sagte, es wäre hoffnungslos und legte mich weinend da nieder. Ein hübsches Schauspiel. Das reicht vielleicht nicht. Na, der Wind streicht uns sacht übers Gesicht und ich bin fernab von den tratschenden Türen Colin Casters. Lass uns jagen. Wow. Okay. Irgendwas wird doch jetzt schief gehen. Ich hab da so ein Gefühl. Und was genau jagen wir? Einen Eber! Ein majestätisches Tier, nicht wahr? Mit wildem Feuer, flammenden Augen und tödlichen Hauern. Ich kannte einmal eine starke Schildmaid, die auf einem Eber in die Schlacht ritt. Sie nannte ihn Borstenblitz. Wie wunderbar, Skuril. Deine Geschichten sind wahrhaft hörenswert. Wir reiten nicht auf unseren Ebern, wir essen sie. Ein Festmahl zu Alfidas Ehren. Ein Festmahl für deine Geliebte? Birstan, wenn diese Täuschung auffliegt, nimmt dir König Alfred deinen Titel. Unser Bündnis wäre wertlos. Sei unbesorgt. Ich werde diskret sein. Wir speisen nur mit ein paar Freunden und Angehörigen in meiner Halle. Dort werden wir unsere Freundschaft besiegeln. Schon so bald nach dem Luchnassad? Wird man mich nicht erkennen? Nein, du bist nur irgendeine Dänin. Wer sollte sich bei all dem Chaos an etwas anderes als die Schreie der reizenden Estrid erinnern? Es sind deine Lande. Ich vertraue deinem Urteil. Wie geht es Alfida? Sie ist feurig. Wir haben unsere Liebe aus Jugendtagen neu entfacht. Selbst Elurik ist eine willkommene Ergänzung. Er ist mir ein jüngerer Bruder und Sohn zugleich. Ach, ich werde ihm so vieles beibringen. Ja, hier ist es. Hier jagt es sich am besten. So. Entschuldigung, dass ich gerade so still war. Ich habe nochmal geguckt. Es sieht wirklich so aus, als wäre die... Der Tonausschlag im Stream richtig, nur irgendwie. Komm, die Tafel füllt sich nicht von allein. Nur nicht auf meiner. Da ist. Ein Weilchen. Nur nicht auf meinen Kopfhörern. Das sind wahre Bestien, aber lecker. Gut, wie viele brauchen wir? Die Tafel füllt sich nicht von allein. Ja, die backen. Meiner Liebsten gut schmecken. Eine Lende, die ihrer würdig ist. Oh, das ist ein bisschen eskaliert.
Ne, das ist ein Stein. Er flieht! Mein Bogenarm schmerzt. Wir waren recht gut, Eivor. Du hast nicht ein Fall... Oh, du hast ein paar Fall, aber... Come on. Du Heulsuse. Eine gute Jagd, Birstan. Und genug für einen Tag, nehme ich an. Selbst meine Tane werden nicht hungern. Und die sind gefräßig wie Wölfe, die auf meine Leiche lauern. Dir mögen sie Kummer bereiten, doch mich haben sie unterhalten. Eine willkommene Abwechslung nach all den kriegerischen Jarls und schmutziger Politik. Du hast uns Frohsinn gebracht, Eivor. Danke. Ich danke dir aus tiefstem, von Freude erfülltem Herzen. Birstan, der Herzensjäger, der seine wahre Liebe im schwermütigen Hafen seiner Erinnerungen suchte und tatsächlich fand. Schön gesagt, meine Freundin. Wirklich schön. Komm, Parzival, du glückloser Hund. Kaum einen Eber aufgeschreckt. Ich weiß gar nicht, warum ich dich überhaupt behalte. Okay. Etta, das sei jetzt auch schon mehr Quatsch. Egal. Machen wir es einfach so, wie es in der Questlog steht. Warum bin ich jetzt nicht mit ihm gegangen? Egal. Es ist ja tatsächlich auch ein neuer Film zur Arthus-Sage rausgekommen. Normalerweise geht es ja in diesen ganzen König Arthur-Filmen meistens um König Arthus, wie er ans Schwert kommt oder sowas ähnliches. Aber dieses Mal ist es die Geschichte um den grünen Ritter, wo Arthus selbst, wenn ich mich richtig erinnere, der Nebenrolle ist jetzt auch falsch gesagt, aber er spielt zumindest nicht die Hauptrolle, weil da geht's glaube ich, um... Geht's hier sogar um Percival? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es geht um Percival. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall geht's um den titelgebenden grünen Ritter und dessen Aufgabe, weil er kommt... Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, kommt er zur Tafelrunde. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt er zur Tafelrunde. Ah, mein Skill kommt nur im Kampf zur Auswahl. Kommt er zur Tafelrunde. Und sagt, jeder darf mir einen Schlag vertreffen, aber in einem Jahr komme ich wieder und gebe euch diesen Schlag zurück. Ziemlich arrogante Ansage, aber... es wird ihm tatsächlich der Kopf abgeschlagen, aber das tötet ihn nicht. Egal. So, wir nehmen mal zivilisiert die Treppe. Hängen geblieben. Come on, Konzentration jetzt. Wie lauten deine Pläne für deine Familie? Diese alte Liebe birgt vielen... Scheiß drauf. Birstan, du hast versprochen, wir würden uns nie trennen. Nicht für einen einzigen wachen oder schlafenden Moment. Und schon jetzt schleichst du dich davon zur Jagd. Zum Wohle des Festes, meine Liebe. Wir schulden unserer Freundin viel. Und ich schwor, diese Schuld mit Spanferkel und Ale zu begleichen. Schwester, hast du vergessen, wo du bist? Ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein, Elorik. Oder soll ich auf ewig das Kindermädchen spielen? Undankbarer Bengel. Glück, ja. Aber du beschämst dich jede Nacht, wenn du bei diesem geilen Bock liegst und schnaufst und schwitzt. Hüte deine Zunge. Ernsthaft? Sonst kommt so manches ans Licht. Was denn? Dass du zu diesem launenhaften Mann zurückgekehrt bist, der dich vor Jahren für ein fränkisches Liebchen versetzt hat? Dass er dann bei einem schlechten Luchnassat-Schauspiel von dieser Dänin entführen ließ? Sieh dich vor, Junge. Oder dass du dich von ihm begrapschen und ins Bett führen lässt, ohne eine Gegenleistung. Ganz Estsexe tuschelt schon. Er ist noch verheiratet. Seine Frau ist frisch entführt und du bist nicht mehr als seine... Ich schenkte ihm einen Sohn, undankbarer! Sohn? Oh nein, er ist nicht ihr Bruder. Bitte, mein Junge, ich... Das werde ich dir nie vergeben. Niemals! Oh Herr, welch frohe Kunde! Gott lächelt auf uns herab! Estrid wurde von Elfreds Männern gefunden. Sie sind unterwegs, sie zu retten.
Ich lasse nicht zu, dass unser Plan misslingt. Nichts ist ihr gewiss, bis sie im Frankenreich weilt. Ich kümmere mich darum und eines Tages werde ich dich rufen und du wirst kommen. Darauf kannst du dich verlassen. Erstmal, was ist denn jetzt in der... Schon so oft. Still, mein Engel. Gräme dich nicht. Er hasst mich. Was habe ich getan? Wir müssen ihm nach. Er wird in der Nähe sein, Lämmchen. Es wurde viel gesagt. Wenn er wirklich mein Sohn, unser Sohn ist, müssen wir daran glauben, dass er zurückkehrt. Ganz ehrlich, dafür ist er so verweichtlich. Bei unserer ersten Begegnung hinter dem Schuppen gekauert hat, hat er ihr ordentlich auf die Kacke gehauen. Das passt irgendwie gerade nicht. Das hat tatsächlich irgendwie nicht funktioniert. Voll, weil selbst am See, als wir den König hier vorgestellt haben, war das doch alles noch kein Problem. Und plötzlich haut er hier so auf die Kacke. Das ist irgendwie ein bisschen dämlich. Ernsthaft, ich mache nichts und ich falle auf asozial. Ich kann es vor allem nicht verhindern, es ist doof. Weil dann lass die ganze Kapuzenkacke da weg. Diese ganze Schleichmechanik. Ich verstehe, warum sie es machen wollten, aber es fühlt sich so unausgegoren an. Ich meine, es wäre irgendwie cooler, wenn ich quasi die Kapuze bräuchte, um mich vor den Wachen zu verstecken. Aber nicht vor den Zivilisten. Aber die Zivilisten kacken sich ja gleich ins Höschen, wenn ich hier irgendwie... wenn ich ohne Kapuze hier rumeiere... Komm. So, apropos Kapuze, nehmen wir gleich mal ab. Zack. Gott, ich glaube für den nächsten Part werde ich mal gucken, ob ich das korrigieren kann, indem ich Kopfhörer mit Kabel benutze. Es ist so weird. Es ist so weird und ich weiß nicht, woran es liegt. Weil ich bin bestimmt ein oder zwei Sekunden out of sync. Fällt gerade das Deutsch. Unsynchron, sagen wir es unsynchron. Der Ton hängt ein bis zwei Sekunden hinterher. Zumindest für mich. Und wenn ich die Ausschläge... Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Und wenn ich die Ausschläge halt auf... Wenn ich im OSB halt auf die Ausschläge achte, dann sollte alles synchron sein. Und auch dieses Stottern, von dem ich immer gesprochen habe, scheint nur für mich da zu sein. Weil die Streams, die ich kontrolliert habe, da habe ich es nicht gehört. So. Aber es nervt halt, weil es stört irgendwie beim Spielen, wenn der Ton nicht ganz sync ist. Elfrids Männer sind auf dem Weg! Was? Wie kann das sein? Log, bleib bei Estrid. Schütze sie mit deinem Leben. Ohne sie ist alles verloren für Birstan und uns. Komm, Herren! Sie dürfen dich auf keinen Fall zurückbringen! Vorsicht! Log! Bei Odin! Nein! So. Gib die Frau heraus, Dänen! Wenn sie unverletzt ist, lassen wir euch vielleicht leben! Komm, die Dreckskerle! Schütze Estrid! Verteidigt das Schiff! So, der nächste stirbt. Zack. Bringt euch nicht in Gefahr. Du bist nicht mehr willkommen. Das wirst du wissen. Au! Wartet auf eine Gelegenheit. Ah, schon wieder.
Ich mach das schon. Du gehörst. Lasst euch nicht reizen. Ja, du auch. Bisschen ein bisschen gespielt bei Stegi. Ich kümmere mich. Ja, du kümmerst dich schon mal um nichts mehr. Ja, das ist halt wirklich nicht so schön. Falsch. Ja, schöne Trolls in Ungestüme. Noch mehr, sagst du. Gott liebt mich. Das Schiff darf nicht ablegen! Ja, genau. Ein Tod halt nach! Teil hin, das ist ein Steck mich einfach! Zack! Fertig. Kann man irgendwer anders wiederbeleben als ich? Oh, was war das denn? Jetzt wird richtig gekämpft. Deine Zeit ist um. So, du stehst wieder auf. Du stehst wieder auf. Jetzt liegen. Bleiben wir wachsam. Okay, die stehen alle wieder von selber auf. Sehr schön. Sprechen wir mit Estrid. Hey, es brennt. Die Augen offen. Eivor! Estrid, ich versprach dich aus deinem Leben in Westsexe zu befreien. Das Land der Franken erwartet dich. Geh mit Aegis Segen. Du wirst mir fehlen, Eivor. Ist der Winter vorüber, folgt der Sommer und wird dich in ein Kleid aus Blumen hüllen. Denn du bist die Schönheit und sollst nicht vergehen. Göttin Freya, gib mir mehr davon. Komm, pass gut auf sie auf, tapferer Rolf. Sollte es euch erneut nach Englerland verschlagen, erwarte ich euch in meiner Halle. Gut, sie sind sicher. Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Estrid reist ins Frankenland. Ich sollte zu Randvi zurückkehren. Ah, okay. Dann gehen wir mal zu Randvi. Cool. Das war die Story-Quest. Dann gehen wir zu Randvi. Und gucken uns an, was als nächstes uns blüht. Weil ich glaube, abgesehen von dem Gebiet, was jetzt die Story-Quest ist, wo gesagt wird, umso mehr Leute wir, umso mehr Verbündete wir haben, umso einfacher wird's. Abgesehen von diesem Gebiet ist, glaube ich, noch ein Gebiet komplett unberührt. Also von der Story. Ich weiß nicht, ob ich selber schon mal da war, aber ich glaube auch nicht. Und das schauen wir uns mal kurz an. Du-di-du-di-du. Oh. Wieder Zeit für Fähigkeitspunkte. Die nehmen wir doch gleich mal mit. So. Ich glaube, hier war irgendwas, was ich cool fand. Kriegslos? Nee. Wobei, was gibt's hier? Schleichen? Nee. Hier Attentatsschaden? Nee. Was ist da oben? Gucken wir uns mal kurz. Ach, hier, das Horn. Hier wäre es erst. Bär und dann Gesundheit. Nahkampf. Das wäre Tatsache für mich gerade cooler, interessanter. Wir sind jetzt im Endgame. Erreiche eine Stärke von 280, okay. Cool. Nee, ich habe bei weitem nicht genug, um mir den Scheiß zu leisten. Okay. Modraid habe ich doch schon nichts. Egal.
Hinterfragen wir es nicht. Hinterfragen wir es nicht. Hey, hallo, wie geht es dir? Achso, sie hat mit dem Wolf gesprochen. In Eastsexe war ich Kupplerin und Herzensbrecherin. Ein einfacher Weg, ein Bündnis zu schmieden. Aber bleiben wir besser bei Kriegen und Verhandlungen. Verstanden. Danke dir, Eivor. Da ist jetzt tatsächlich schon euer König wieder dabei. Wie eklig. So. Komm her. So. Soll ja keiner sagen, wir kümmern uns nicht um unsere Geliebte. Sie ins Bett bitten? Nee, das ist langweilig. Also, im Spiel. Weil ich meine, selbst das, was wir jetzt gerade mit Estrid gesehen hatten, ist spannender als das hier, ehrlich gesagt. Wenn ich möchte die Bündniskarte einsehen. Der ist neu. Der Knallkopf ist nämlich neu. Aber dann haben wir alles abgedeckt, glaube ich. Nee. Das fehlt noch. Ach du Kacke. Ja, potenziell fehlt dann immer noch eine Sache. Südzerx? Und was ist das hier? Heitam erhielt eine Nachricht aus Winchester. Von jemandem, der sich armer Mitstreiter Christi nennt. Dein verborgener Verbündeter. Spannend. Mehr Ziele, vermute ich. Ja. Was meinst du? Könnte das eine Falle sein? Als Festung der Westsachsen wird Winchester ein wenig freundlicher Ort für dich sein. Aber damit weißt du schon umzugehen. Wenn du gehst, halt dich zurück. Es klingt tatsächlich nach Bonus. Ja, komm, machen wir es einfach. Nehmen wir es mit. Der Brief schickt mich nach Winchester. Ich soll einen Mann in Weiß in einem Gotteshaus treffen. Ihm soll ich sagen, kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Ein Abschnitt ihres heiligen Buches, glaube ich. Interessant. Geh mit Bedacht. Wir gehen nicht mit Bedacht, würde ich sagen. Wir gucken uns nämlich den Orden mal an. Hier fehlt mir noch einer. Ja, das werden wir machen. Zack, zack. Ah, ich glaube, ich will erstmal den mitmachen. Ja, den machen wir gleich. Aber erstmal mache ich jetzt einen Cut und versuche nochmal mein Glück mit dem Audiokram. Ich das irgendwie hinkriege, dass das für mich synchron ist. So, jetzt mache ich erstmal wieder einen Cut, genau, Aufnahme beenden.